Spieltempo, Spielintensität bleibt immer hoch. Okay, wir lassen mal laufen. Mix aus Zweikontakt und Direction. Und wieder Rhythmus finden. Sehr gut. Ich habe ja gerade einen Trainerschein gemacht und schon einiges gewusst, aber wie die Arbeit hier auf Schalke ist, hat mich mehr beeindruckt, wie ich gedacht habe, weil wie intensiv hier trainiert wird und wie mit den Kindern umgegangen wird, vor allen Dingen, dass auf die Kinder noch geachtet wird, dass Kinder bleiben können. Und man konnte heute so viel mitnehmen, weil er es gut erklärt, der Trainer, und man hat die Einheiten gesehen, das ist eine ganz andere Liga, wie wir vom kleinen schwarz-weißen Holtwig-Verein. Das ist Hammer, das ist beeindruckend. Wir haben so ein bisschen Einblicke den Jungs und Mädels, die dabei waren, gewährt. Wie arbeiten wir überhaupt in der Knappenschmiede? Worauf achten wir? Was ist wichtig? Gerade in unserem Bereich, im Aufbaubereich U12 bis U14, jetzt in unserem Bereich U13. Da haben wir eine Einheit, vorher eine Theorie gehabt in der Arena, und dann das Ganze haben wir dann auch in der Praxis umgesetzt, und wir haben einfach ein paar Elemente mitgegeben, worauf wir achten, was ist wichtig, immer unter dem Aspekt, dass die individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler absolut oberste Priorität hat. Feldgröße ist immer ein gutes Stichwort. Da müsste man ein Gefühl kriegen. Ne? Da kann man variieren. Wenn man merkt, es ist zu einfach, mache ich das ein bisschen komplizierter, anspruchsvoller, mache ich das enger. Wenn ihr merkt, es läuft nicht so, weil es vielleicht zu eng, ja, dann spiele ich halt mit der Größe und mache es größer, mache es breiter. Also erstmal grundsätzlich ein riesen Respekt auch vor den Trainern, Trainerinnen, die heute dabei waren, die auch im Breitensport unterwegs sind, weil man darf nicht vergessen, es gibt ja nicht immer nur Nachwuchsleistungszentrum, es gibt ja nicht nur Leistungsfußball, sondern die Basis beginnt ja schon viel weiter unten, ganz weit unten, und da ist es einfach wichtig, dass wir solche engagierten Trainer und Trainerinnen haben. Wie wird im Breitensport gearbeitet? Wie wird bei uns im NLZ gearbeitet? Wo können wir uns ergänzen? Wo können wir uns unterstützen? Wo können wir vielleicht was rausziehen vom Breitensport? Und umgekehrt auch so. Und deswegen ist dieser Austausch immens einfach wichtig. Ich habe halt erwartet, dass ich hier einiges lerne über den Trainerjob und dass ich einiges mitnehmen kann. Ich hatte vorher keine Fragen. Die sind während des Lehrgangs oder während des Tages gekommen. Wie lange zum Beispiel so Einheiten sind, wie ich jetzt gerade gesehen habe, wo die 6 gegen 6 gespielt haben. Wie lange hält er das Training durch? Wie lange kann er die Konzentration bei den Kindern hochhalten? Das sind so Sachen, die ich trainiere ja eine Mädchenmannschaft. Wie lange man das machen soll. Und das sind so Sachen, die für mich wichtig waren. Ne? Wie kann ich das eigentlich verbessern, dass die Konzentration hoch bleibt, dass ich die überhaupt in der Konzentration reinkriege? Und das waren für mich eigentlich die Fragen, die heute dazugekommen sind. Vorher hatte ich keine Fragen. Ich wollte es eigentlich genießen. Ich nehme auf jeden Fall die Übungen mit, weil die ziemlich cool waren, und auch viel von der Ansprache. Also diese kurzen, prägnanten Sachen halt, ohne viel zu diskutieren. Ich wollte diesen Tag einfach genießen, das ist Hammer. Man sieht hier Sachen, die man sonst nie sehen kann oder vielleicht mal durch Glück, aber man ist intensiv bei den Trainingseinheiten dabei, das ist Hammer. Das kann man, muss man mitnehmen, lebt man halt. Ne? Hat sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, und ich denke, ich kann auch sehr viel mitnehmen und auch den Jungs dann zu Hause weitergeben. Wir konnten uns austauschen, und darum geht's. Und wenn wir alle von uns, wie wir hier sind, ein Stück weit einfach ein bisschen was mitgenommen haben aus dem heutigen Tage, da haben wir alles richtig gemacht. Danke.